So, hallo. Ich bin heute hier beim Stand Coinfinity bei der Gewinnmesse und ich werde jetzt diese 20 Euro simsalabim in Bitcoins verwandeln. Dazu brauche ich natürlich meine App, ja, mit meiner Bitcoin Wallet, damit der Automat weiß, wo er dann die Satoshi ist, beziehungsweise die Bitcoins hinschickt. Und starten wir. Wir berühren den Bildschirm. Wir wollen Bitcoins kaufen. Ich kann natürlich auch ganz andere Kryptowährungen kaufen, aber in dem Fall Bitcoin. Dann gehe ich auf Kaufen, man kann auch verkaufen, sodass wieder das Geld herauskommt. In dem Fall kaufen. Ich stimme natürlich den jeweiligen AGBs zu. Und ich muss auswählen, will ich weniger oder mehr als 250 Euro wechseln. In dem Fall 20 Euro sind deutlich weniger als 250, also weniger. So, jetzt braucht der Automat meine Zieladresse, die ich hier vorbereitet habe, mit einem QR-Code. So, hier einfach reinhalten, zack. Er hat sich schon kopiert, ich mache dann immer den visuellen Check nochmals. Ja, das heißt, ich gehe her, okay, visuell, das passt, ja, die Maschine hat sich nicht geirrt, gibt diese 20 Euro hier in den Automaten rein. So, er schreibt mir jetzt hin, die 20 Euro hat er mir bestätigt, er wechselt mir das, rechnet mir das automatisch um in diesem Kurs, ja, ich bekomme dann 0,0026, also in Wahrheit bin ich Satoshi Millionär, weil ich bekomme um die 261.000 Satoshis, ja. So, ich möchte kaufen, ich schließe das ab, Gratulation, super. Ich möchte natürlich auch einen Beleg dazu haben, weil ich mir das gerne aufhebe. Hier ist der Beleg mit dem Kaufzeitpunkt, ganz wichtig. Der jeweilige Kurs ist darauf ersichtlich. Und ich warte darauf, dass die Transaktion eingeht. Und starre gebannt auf mein Handy. Okay, ich höre gerade, es ist Patch-Versendung, es wird ein paar Minuten dauern, aber so einfach geht das mit Automaten von Coinfinity bzw. der Courant GmbH, Euro in Bitcoins zu wechseln.